Also Halbbretter persönlich getroffen habe ich 67, als ich zu Pardon kam. Aber ich kannte ihn ja früher. Einmal gab es ja hier in Frankfurt und gibt es auch noch dieses Kabarett Die Schmiere von Rudolf Wolfs. Da hat er den Abgang gezeichnet im Karmeliterkloster. Und dann hat das Kabarett immer so kleine Büchlein der jeweiligen Programme rausgegeben, die hat er illustriert. Und dann hat er mich am meisten beeindruckt und ist mir dann präsent gewesen durch sein erstes sogenannte Schmunzelbuch im Verlag Wehrmeier und Nickel, Disziplin ist alles, ein Buch, das sich gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands gerichtet hat und auf humorige Art und Weise das Militär auf die Schippe genommen hat. Direkt zusammengearbeitet habe ich dann ab 67 bis Anfang der 70er, habe seine Arbeiten betreut und wir haben gemeinsam Themen gemacht und ins Blatt gebracht. Er war ja 20 Jahre älter als wir im Schnitt. Eigentlich waren das zwei Generationen. Die meisten, fast alle von uns, waren in der Nachkriegszeit erwachsen geworden. Halbbretter hatte ja nun schon einen Krieg mitgemacht. Er war ja als Marinesoldat in letzter Minute eingezogen worden und hatte dann auch einige Jahre in englischer Kriegsgefangenschaft verbracht. Was mich bei ihm beeindruckt hat, war, er hat auf der einen Seite es verstanden, unsere hochfliegenden Pläne und wie man die Gesellschaft umstürzen könnte und wie man das alles besser machen könnte, hat er relativiert, hat aber auf der anderen Seite so eine Art, uns dann doch zu beflügeln, also für eine andere gewaltfreie, angstfreie Welt einzutreten und war insofern in einer gewissen kämpferischen Art für uns die Jüngeren ein Beispiel. Kurt Halbbretter hat für mich die Bedeutung eigentlich, also als in seinem Epochenwerk Kurt Halbbretters Adolf Hitlers Mein Kampf, weil das werde ich auch nicht müde zu versichern, das ist ein Werk, das Bestand haben wird. Und ähnlich wie wir ein Bild vom Proletariat während der Kaiserzeit durch die Zeichnungen von Heinrich Ziller haben, bin ich der Meinung, dass man künftig ein Bild vom Kleinbürgertum während des Dritten Reiches haben wird durch Halbritters Zeichnungen, weil er hat es in der besonderen Art und Weise geschafft, das Kleinbürgertum während des Dritten Reiches als Brutstätte eigentlich dessen zu erfassen, was nachher in der düsteren Konsequenz zum Holocaust geführt hat. Und das ist sehr, sehr hellsichtig, zwar im Rückblick, und ist ein Aspekt, der bisher doch ziemlich vernachlässigt wurde. Weil es waren ja nicht die Einzelnen, die das getan haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, es war die große Mehrheit der Deutschen, die Hitler unterstützt hat und gestützt hat. Die Leute haben mitgetan, im Großen wie im Kleinen. Also in den 60er Jahren, das war ja das Verblüffende, dieses Buch hat sich wahnsinnig verkauft. Wir dürfen ja nicht vergessen, zum Beispiel der Auschwitz-Prozess war ja gerade vorbei, ein paar Jahre, fand ja auch hier in Frankfurt statt. Und dieses Buch hat innerhalb kürzester Zeit verschiedene Auflagen erlebt, ist dann bis in die 70er Jahre auch in anderen Verlagen veröffentlicht worden. Und
hat, glaube ich, schon etwas dazu beigetragen, dass man das kleinbürgerliche Milieu nicht mehr so einfach freigesprochen hat und nicht mehr gesagt hat, ach, diese armen Kerle sind ja zu etwas gezwungen worden, sondern die Leute haben ja selbst mitgemacht. Und was ich so im familiären Umfeld, in der Hausgemeinschaft und in der Nachbarschaft in dieser Zeit ereignet hat, war ja das Vorspiel des Schrecklichen, was danach gekommen ist. Halbritter gehörte nicht zu den Leuten, die mit uns zu Demonstrationen gegangen. Teile der Redaktion sind auf Demonstrationen, Krieg gegen Vietnam und so etwas, Muff unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren unter den Talaren. Halbritter gehörte nicht dazu den Leuten, die auf die Straße, aber ich will jetzt nicht sagen, er war der Mann im Hintergrund, sondern seine Aufgabe bestand darin, die Probleme, die wir in Demonstrationen auf die Straße getragen haben, zu unterstützen durch seine Zeichnungen, durch seine Haltung, mit der er uns bestärkt hat, auch für eine andere entmilitarisierte Gesellschaft einzutreten. Das vermag ich nicht zu sagen, weil die Zeichner sind ja sehr, sehr unterschiedlich in ihrem Anspruch, in den Sujets, die sie gewählt haben, mehr oder weniger politisch. Ich glaube, Halbritter war der politischste und der hat ja auch im Laufe der Jahre eine wahnsinnige grafische Entwicklung durchgemacht. Ja, der fing ja in den 50er Jahren an mit heute fast peinlichen Witzzeichnungen, die unbeholfen waren, die durch den Karikaturendienst, den der spätere Pardon-Verleger Nickel aufgezogen hatte, ihren Weg in die Blätter gefunden haben. Es gab ja dann Münchner Illustrierte, Frankfurter Illustrierte und was auch immer. Und er hat sich learning by doing, würde ich mal sagen, er hat sich wahnsinnig gesteigert. Also wenn man diese frühen Arbeiten anguckt und dann 10 Jahre später, ist ja ein Wahnsinnsunterschied. Und nachher war er ja altmeisterlich, er hat die Schraffur entdeckt, er hat andere Sujets gewählt und war eigentlich vom Grafischen her ja immer seriös. Er hatte also nicht dieses Genialische, was zum Beispiel Wächter hatte, der hat sehr schnell wie ein Wahnsinniger zeichnen können. Er war ein seriöser Handwerker, der das sehr ordentlich gemacht hat und immer aber auch, wie ich finde, bei seiner Richtung blieb. Ich bin für eine andere Gesellschaft und da hat er sich auch dran abgearbeitet. Die hätten ihn möglicherweise vereinnahmt oder sowas. Ich weiß nicht, ob er, ich glaube nicht, dass er ein Typ gewesen wäre, der in Titanic reingepasst hätte, weil Titanic ist ja ein spontanes, weniger stringentes politisches Blatt. Ich glaube, da hätte er sich schwer getan, denn eins darf man nicht vergessen, irgendwo war er ja viel bürgerlicher als wir. Ja? Also die Jüngeren, die haben ja zum Teil noch in WGs gewohnt und sowas. Und er war ja schon der arrivierte Buchautor, konnte sich 2 Wohnungen in Rödelheim leisten, mit einem Zimmer, ein Zimmer nur eine Märklin-Eisenbahn. Wir waren ja zum Teil nicht in festen Bindungen oder in wechselnden. Und Halbritter war der trotz seiner politischen Grundüberzeugung so der seriöse Bürger aus Rödelheim.